In diesem Video zeige ich euch, wie man die Sätze vom Aktiv ins Vorgangspassiv setzt. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Satz. Der lautet im Aktiv, er mäht den Rasen. Wichtig ist es zuerst immer die Zeitform zu erkennen, in der das Verb im Aktiv steht. Mäht ist Gegenwart oder Präsens. Nun setzen wir den Satz ins Passiv. Vierter Fall, den Rasen wird zu der Rasen. Die Passivform, Vorgangspassivform von mäht, wird gemäht. Und wenn ich jetzt noch sage, von wem, der erste Fall er wird zu von ihm. Dann markiere ich noch die Passivform. In diesem Fall wird gemäht. Gehen wir zum nächsten Satz. Im Aktiv, sie schrieb einen Brief. Wir erkennen am Zeitwort, hier handelt es sich um das Präteritum, auch mit Vergangenheit genannt. Der vierte Fall, einen Brief wird zu ein Brief. Schrieb wird zu wurde geschrieben. Und wenn ich jetzt noch sie, den ersten Fall, in die Vorwortergänzung im dritten Fall setze, ein Brief wurde von ihr geschrieben. Auch hier markiere ich die Passivform des Verbs. Nächster Satz. Wir werden die Bäume fällen. Hier erkenne ich als Zeitform Futur oder Zukunft. Auch hier wird wieder der vierte Fall zum ersten. Die Bäume bleibt aber jetzt von der Fallendung gleich. Die Bäume werden gefällt werden, ist die Passivform. Und von wem? Aus wir, dem ersten Fall, wird werden von uns gefällt werden. Ich markiere wieder die Passivform, werden gefällt werden. Dann kommen wir zum nächsten Satz. Aktiv, ich hatte die Rechnung bezahlt. Zeitform Plusquamperfekt oder Vorvergangenheit. Der vierte Fall, die Rechnung wird zum ersten Fall, wiederum die Rechnung, war bezahlt worden, ist die Passivform im Plusquamperfekt. Und aus dem ersten Fall wird die Vorwortergänzung im dritten Fall war von mir bezahlt worden. Auch hier markiere ich die Passivform war bezahlt worden, in diesem Fall eben im Plusquamperfekt. Nächster Satz. Wir haben ihren Namen gerufen. Zeitform Perfekt oder Vergangenheit. Vierter Fall. Ihren Namen wird zu ihr Name. Passivform von haben gerufen ist gerufen worden und wir, erster Fall wird zur Vorwortergänzung im dritten, ihr Name ist von uns gerufen worden. Auch hier markieren wir wieder den Verbteil des Passivs ist gerufen worden. Noch ein Beispiel, aktiv, er wird das Buch gelesen haben. Hier haben wir Futur 2 oder die sogenannte Vorzukunft. Passivform, das Buch, vierter Fall wird zum ersten Fall das Buch. Passivform des Verbs, wird gelesen worden sein. Und Subjekt im beziehungsweise erster Fall er wird zur Vorwortergänzung im dritten, wird von ihm gelesen worden sein. Auch hier markiere ich noch mit roter Farbe die Verbform, die hier aus insgesamt 4 Bestandteilen besteht. Damit habe ich eine kleine Übung zum Thema Bildung des Vorgangspassivs abgeschlossen.
Wie immer viel Spaß beim Einüben und bis bald hier wieder auf diesem Kanal.